So, Freunde, weiter geht's hier mit unserer wunderschönen Stadt. Wir haben die Zugverbindung auf jeden Fall etabliert. Nanu, da fehlt noch ein Abschluss. Wow. Scheint aber nicht unsere Zugverbindung zu sein. Das kann nicht sein. Ach, egal. Wir werden es gleich sehen, wenn wir hier weitermachen. Vieles reguliert sich auch, nachdem der Verkehr da wieder lang fließt. So, ich habe mir gedacht, wir werden hier auf jeden Fall noch einen Bahnhof reinpflanzen. Ungefähr hier. Ja, nimm schon. So. Haben die hier einen Bahnhof? Die haben einen Bahnhof. Hier gibt es einen Bahnhof. Hier ist der Hauptbahnhof. Hier geht's lang. Im Grunde könnten wir hier noch einen Verbundesbahnhof hinsetzen. Da ist ein Bahnhof. Da ist ein Bahnhof. Sehr schön. So, gucken wir mal nach den Busverbindungen, die hier oben zu unterbrochen. Na, die können ja gar nicht unterbrochen sein. Die werden sich regulieren, sobald wir das aktiv haben. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es aussieht mit nicht mit der U-Bahn, sondern mit der Straßenbahn. Hier haben wir ja vorhin alles weggenommen. So, lass mal erstmal laufen. So. Nach und nach dürften jetzt auch die... Warum ist es da immer noch als Sackgasse markiert? Großer Spielplatz, keine Straßenanbindung. Warum nicht? Gut, drücken wir mal eben auf Pause. Platzieren wir den mal eben da. Kann er auch wieder zurück. Problem dürfte ja jetzt behoben sein. Ort ist bereits belegt. Gebäude muss neben einer Straße platziert werden. Ja, und warum will er das nicht? Na, dann setzen wir den halt dahin. Geht genauso. Wahrscheinlich erkennt er das hier als Straße nicht an. Kann das sein? Oder es stört ihn, dass es eine Einbahnstraße ist. Ja, das hat ihn tatsächlich gestört. Und schon kann er da wieder hin. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir natürlich die Verbindungen wieder aufbauen für die Straßenbahnlinie. So. Ach, da ist der Verbindungsfehler jetzt. Okay, da schon, kann das schon mal nicht lang gehen. Aber ich weiß auch schon da eine Möglichkeit. Das heißt, Bams, werden wir das hier lang legen. Werden wir hier die Straße wieder normalisieren. Sehr schön. Dann wird das hier lang laufen. Hier rum. Hier runter. Obwohl. Der Fehler im System liegt hier an dieser Kreuzung. Gefällt mir nicht. Einfach deswegen nicht, weil sie ein unglaubliches Staupotenzial birgt. Auf der anderen Seite.
So, das Problem ist hier jetzt, was haben wir hier alles? Da haben wir das Wetterradar, das können wir auch verschieben, das setzen wir einfach daneben. So, dann haben wir hier, was haben wir da? Den Erdbebensensor, auch der wird verschoben. Dahin. Ach, der braucht ja keine Straßenanbindung, das heißt, dann kann er dahin. So, hier den Tennisplatz werden wir mal eben ganz kurz verschieben müssen. Nee, da ist ein Zaun, da werden wir nicht hinsetzen. Kein Bauaufwasser möglich. Dann setzen wir den mal eben dahin. Wir wissen ja, dass er von da gekommen ist. So, und dann werden wir hier die Straße erst einmal zu einer mittleren Straße ausbauen. Dann haben wir hier diesen Flaschenhals auf jeden Fall weg. Dann passt das zwar hier nicht mehr mit dem Quadratus, also mit den 4x4 Anbindungen, aber ist dann halt so. So, schon setzen wir dann hier oben wieder den... Ne, den können wir dann eigentlich da hinsetzen. So, machen wir hier die Verbindungsstraße. So. Schön. Gut. So, dann nehmen wir doch hier einfach mal die Viererstrecken weg. Also hier bis hier unten hin nehmen wir die Wohngebiete alle weg. Also auch das hier. So, da ist jetzt der Park natürlich in Nähe. Der hier. Der wird einfach verlegt. Ja. So. Haben wir da? Ach, dieses Stückchen da. Ja, okay. So, jetzt legen wir erstmal den Park wieder zurück. Das ist das Problem, man muss den Park immer wieder, er gesagt, man muss solche feststehenden Gebäude immer wieder dann verlegen, sobald man eine Straße aufwerten will. So, kommt das dahin? So, und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie machen wir das hier mit. Wir verlegen den einfach hier hin. Die können wir eigentlich auch so erstmal dahinstellen. So, der wichtige Aspekt ist, wir müssen den ein wenig verschieben. Legen wir den mal eben kurz dahin. Werten die Straße auf. Ach, Mist. Eigentlich gar nicht mal eine schlechte Idee, das werden wir dann später. So, dann werden wir hier die Straßenbahnlinie auch verlegen. Und das dann hier lang laufen lassen. So, hier ist nur das Problem, hier haben wir ja jetzt die U-Bahn-Anbindung. Mal eben kurz dahin. So. Kann die U-Bahn-Anbindung auch wieder zurück. So, okay. Damit habe ich schon fast gerechnet. Einmal kurz in die Tiefe. So. Und schon haben wir das. Jetzt müssen wir nur die U-Bahn. U-Bahn, da haben wir sie. Verbindung Nummer 1. Verbindung Nummer 2. Und schon haben wir sie wieder hergestellt. Und sobald jetzt der Zug das nächste Mal da ganz normal lang pendelt, ist wieder alles in bester Ordnung. So, jetzt müssen wir den Park
das Parkhaupttor noch hierhin wieder zurücklegen. Nicht vergessen den Weg zu pflastern. Ja, da haben wir aber eine schönere Straße. Diese hier. So, und jetzt müssen wir natürlich dann auch hier wieder den Zaun hinpflanzen. Und stiefeln die Leute einfach über das Gemüse. Das ist der richtige. Ja. Sehr schön. So, was haben wir da? Den Park-Infostand, den legen wir wieder hierhin zurück. Da haben wir die Park-Toiletten. Jeder, der mal pinkeln muss, kann es da machen. Sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Ja, und dann nehmen wir hier die Verbindungsstraße auch weg, würde ich sagen. Brauchen wir da nicht mehr. Werten wir da oben einfach jetzt auf. Dann müssen wir aber auch da die Wohngebiete wegnehmen. Einfach weil dann die Lärmbelästigung zu hoch wäre und das wollen wir natürlich nicht. So. Aber das hat den Vorteil, dann können wir hier diese Straße zu einer ganz normalen Hauptstraße zurück konvertieren. Schön mit Alleen. Ah ja. Oder? Moment. Ha, da hätte ich jetzt beinahe einen Gedankenfehler gehabt. Ja, geht ja gar nicht. Denn wir haben ja hier die Hauptverbindung, hier ist ja das Werk. Die müssen ja hier lang fließen. Aber die Straße können wir hier zurücksetzen. So, und dann machen wir das dann direkt richtig. Obwohl, ja doch, lass mal so. Dann machen wir das hier genauso. So, und schon haben wir Ruhe im Karton. Gut. Jetzt aber. So. Wir haben hier die Hauptlinie. Das heißt... Hier setzen wir auf jeden Fall schon mal eine hin. Die führt dann hier hoch. Hier über die Kreuzung werden wir keine führen. Die nächste werden wir erst hier hinsetzen, damit da nicht zu starker Andrang herrscht. Die nächste werden wir dann da unten hinsetzen. Hier hin.
und Abschluss. Und schon haben wir eine einzige Linie aus, wie vielen waren es vorher gewesen? 4, 5, 6? Keine Ahnung. Jetzt haben wir nur noch eine. Die führt einmal rundherum mit dem hier als Zentralpunkt. Genauso die Monorail-Linie, die einmal hier komplett drumherum führen wird. Und die Zwischenverbindungen werden wir durch Busse herstellen, würde ich sagen. So, was aber direkt eklatant auffällt, ist, dass hier auch noch eine Monorail-Station rein sollte. Und zwar hier ungefähr, würde ich sagen. Gut. Hoffentlich passt das jetzt auch noch. Ja, haben wir Glück. Sehr schön. Und lassen wir es mal laufen. Jetzt werden wir die Monorail einrichten. Neue Linie. Habe ich die jetzt hier aktiviert? Nee. Sollst du dir... Warum will er da nicht hinzufügen? Keine Ahnung. Habe ich hier unten etwa keine reingesetzt bekommen? Nee, da ist er unterbrochen. Da tatsächlich. Seht das? Toll. Warum will das Stückchen da nicht ausbauen? Jetzt aber. So. Okay, den Faden wieder aufnehmen. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Weiter geht's. Sehr schön. Hier kommt erstmal keine rein. Dafür hier. Die im Moment ein Wasserproblem haben. Und hier noch. Da. Fehlt da? Tatsächlich, da fehlt. So, jetzt fehlt sie nicht mehr. Haltestelle zum Verlegen. So, und schon haben wir die wunderbar. Ja, noch haben wir sie nicht abgeschlossen. Abschluss. So, und dann machen wir direkt die zweite, nämlich in die Retour. Hier mit einbinden, dann hier zurückführen. Ja, können wir tatsächlich machen. Sehr schön. Dann haben wir die zumindest mit drinnen. So, jetzt braucht die natürlich noch hier unten eine Wasserverbindung, ist klar. Moment. So. Strom. Oben brauchst du auch, selbstverständlich. Kennen das Problem bereits? So. Die haben auch kein Wasser. Okay. Haben Sie denn
keinen Strom. Ja, haben sie. Nur nicht mehr der da unten. Okay. Gut, setzen wir hier einen Verbindungspark hin. Klingt zwar unlogisch, aber in dem Sinne ist dieser Park, auch wenn er total verschmutzt ist, einfach nur ein Energieträger. Mehr nicht. So, was haben wir hier? Da haben wir die Bäckerei. Die setzen wir dann jetzt hier hin. So, der Dixon Hill Weg dahin. Sehr schön. Gucken wir mal, sehen wir eine fahren. Nach einer Runde Joggen im neuen Park fühle ich mich richtig energetisch. Da fährt sie. Da fährt sie. Unsere Monorail. Pause. Da ist sie. Unsere erste eigene Monorail, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben sie etabliert. Gucken, viel los dürfte ja noch nicht sein. Oh, es sind immerhin 4% schon drin. Nee, 0 Passagiere unterwegs und 4% hat sie gerade hinter sich. Na, sie muss hier jetzt erstmal einsammeln. So. Gut, hier muss ich jetzt erstmal etablieren, genauso wie die anderen neuen Strecken. Aber im Großen und Ganzen sieht das gar nicht mal schlecht aus. Ich bin froh, wir haben auf jeden Fall Zug angebunden, wir haben die Monorail angebunden, die U-Bahn werden wir noch anbinden. Ich bin zufrieden, Freunde, ich bin echt zufrieden und ich hoffe, dass sich das alles jetzt auch noch dementsprechend einfangen wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid bei der nächsten auch wieder mit dabei. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut, ciao, ciao.